you know, you go from Boston to somewhere else and change. And the most usual is to change in London. Yeah, that's what I do now. I don't like to do that because they had all those strikes there. Yeah. Beethovenstraat. We should be able to go out for a walk now, wouldn't you think? Well, maybe the violas. What, task mastery? Yeah. Siebert, I'm 15 minutes late. You suppose they've started yet? It's not too bad. Only from Boston. Dutch tuned to a very broad A. You want it? I don't care. I was crossing. Well, I'll put my finger into above the A. The situation there, 89, 90, etc., right? I think preferably is best in the second position, because if you stay in first, at least my fingers get completely knotted. It from 89. Yeah. and it's better to avoid the open E string at 91. Shall we do it slowly once from 79 on? Between the piano and the forte really big, okay? 79 and 83.
for the second motive of 74. Tam, ta-tam. Yeah? So that's the second beat and the third beat are in parentheses, more or less. But because the theme is cha-dam, ta-dam, 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 right? Is it clear what I mean? So that you play it a little bit softer, but very precise. John, would you do it again, please? Okay. 241. And that's where we start now. Yes, to have the right tempo and so. That bar, that's 270. We hebben geloof ik op het ogenblik iets van 12 of 13 nationaliteiten. Unser Orchester des 18. Jahrhunderts besteht im Augenblick aus Musikern van 12 oder 13 Nationalitäten. Italianen, Nederlanders, Belgen enzovoorts, Engelsen. En dat, dat heeft bewezen buiten. Dat had zich als außerordentlich günstig erwiesen. Als gemeinsame Sprache hat sich Englisch bewährt. Aber es hätte eigentlich genauso gut Französisch sein können. Maar het had eigenlijk net zo goed Frans kunnen zijn. Of, we bouwden dus absoluut een orkest met alleen maar de beste mensen die we zouden kunnen krijgen. Wir wollten das Orchester unbedingt mit den allerbesten Leuten besetzen, die wir bekommen können. Dabei wollten wir auch keine Musiker, die mit der Orchesterarbeit schlechte Erfahrungen gemacht haben. Wir suchen Menschen, die außerordentlich talentiert sind und bereit, diese solistische Begabung in den Dienst einer größeren Sache zu stellen. Es ist ein großes Orchester, das wir hier haben. Im Augenblick sind es ungefähr 40 bis 45 Leute. Aber es können durchaus noch mehr werden. Echt legertje moet worden. Don't film me, I'm limping. I broke my toe. En dan moet er ook een straffe leiding zijn, dacht ik. Zo een orkest erfordert een straffe leiding. Dat is mijn rol. Dat ben ik. Dat was het idee. Those, all those forzati signs are no more than accent signs. That's all. And a real crescendo comes, and that's another feature. Die Sforzati-Zeichen sind lediglich Akzente. Ein richtiges Crescendo wächst vom Piano innerhalb eines Taktes zum Fortissimo. Das ist typisch Beethoven. Mozart hätte so etwas nie gemacht. So that we must exploit. Such things happen very often. A sudden. So etwas müssen wir unterstreichen. Es kommt öfter vor, ein plötzliches Erwärmen für die eigene Idee und dann ganz schnell. Well, that's also typical that even within a fortissimo stretch where it could not be louder possibly. Noch etwas ist typisch. Sogar innerhalb eines Fortissimo, wo es unmöglich noch lauter geht, schreibt er sforzato. Das heißt also noch eine Nuance mehr. So can we do before A? Before A, 7 Takte vor A, das ist die lauteste Stelle. 7 bars. 7 bars before A. That's the loudest we can produce. Ja. That's nice. Beautiful. Okay. All right, well, let's start all over.
but winds, you have forte piano. So it's just an arpeggio-like accent you give together with them, and then you must go back immediately. Piano now. Crescendo. Everybody piano. Seven. Yeah, that's important, hè? Ja, goed. Maar nou is alles wel even lang, hoor. Nee, de eerste stijlen zijn korter, hoor. Beduidend. Veel korter. Let's do seven again. Seven. You need off. Once more? Yeah. I just give a sign. I give an eighth, and then you play. Better, better, better. So it is pre-played. It's overdotted. Yeah. That bar? Last bar? The last bar? Once more? Yeah? Yeah, but you must look. I give just a little bit of that. Ik denk dat de maat al een beetje aan moet geven wat voor tempo dat zal zijn. Dat is goed. Vrees ik dat de andere heren dat ook al moesten. Kunnen we dan niet naar je naaien afslag spelen, Frans? No, listen. Sorry. You have to think of the last half bar as a slightly overdotted rhythm. Quarter dot eighth. Right? And I'll give you the eighth. Two already. Two eighths, if not three. Niet meer aan het oude denken. Precies. De eerste helft van de maat veel moeilijker. Ja, nou, dat komt vanzelf. En de transition. So, metrically, it is an eighth. Ja, rein metrisch gesehen ist es ein Achtel. Aber unsere Musikalität lässt uns ein wenig übertreiben. Und damit wird es exakt so wie fünf Takte später. And the tempo then becomes exactly the same as five bars later. Right? Okay. 277. Ja, wat is er? Wat wil je? 277.
Goed. Kom. Toon Hermans, hè? Ja, ja, ja. I think this, in the fortissimo, there's a problem between the people who have quarter notes only and the people who have 16th notes. But if we want a real fortissimo for us, I think for the 16ths, it's easier to have slightly more time to use more bow. Right. And okay. That's why it gets a part at the end, I think. The arpeggio sort of falls down. Right. But for us with the 16th, we can't. So you get a sort of... Sure. Boodschap van de bond. Van de bond? Van de bond. Dit is fysiek slavenarbeid. Wij mogen niet zo lang achter elkaar zo zagen. Nee, nee, kijk echt uit als een eerste. Ja, ja, ja. Keihard zagen. Dus je moet echt pauze op. Ja, je moet pauze op pauze. Ja, anders zijn we helemaal kapot voor de rest van de dag. Ja. Another question. I don't know if it's significant or not, but in the introduction, there's some, there's a big... Where's the beginning of this piece? Here. We need to get off there, I guess. Yes, but you do. And we don't. It's only the first who go on there. Yeah, it's a funny place. Sure. Yeah, but that's... Heeft hij dat nu aan jullie gevraagd? Nu? Aan het hele orkest. Nu? Ja, ja. Daarom staat dit er namelijk. Daarom zeg ik het. Oh. Ik heb hier een streepje gezet. Omdat je hem langer wil. Dat kan er niet. Voor ons maakt het niks uit wat wij kunnen. Vraag hem maar even wat hij wil. Blijf bij hem zitten. Maar als hij hem lang wil, dan moeten we hem opnemen. Een oud strijkinstrument verschilt van een modern strijkinstrument in... Dat het veel doorzichtiger... Ein altes Streichinstrument klingt viel feiner und differenzierter als ein modernes Instrument. Es hat in sich selbst über die verschiedenen Seiten hinweg ein viel größeres Farbenspektrum. Es macht einen riesen Verschil, ob je auf der G-Snare spielt. Es ist ein Riesenunterschied, ob man da auf einer G- oder auf einer A-Seite spielt. Viel größer als bei einem modernen Instrument. Of selbst auf einem geheel modernen Streichinstrument. Dat is één. Dus het hele strijkerskorps, massaatje als het is... Die kleine masse der Streicher hat einen außergewöhnlich differenzierten Klang. Als een buitengewoon genuanceerde... klank. De blaasinstrumenten hebben eigenlijk hetzelfde... Für die Blaasinstrumente gilt eigentlich dasselbe. Da es noch keine mechanischen Klappen gibt, müssen die Löcher so klein sein, dass man sie mit den Fingern bedecken kann. Dadurch ist die Lautstärke wesentlich geringer. Aber durch die Tricks bei den Griffen bekommt die Klangfarbe innerhalb der Tonleiter eine eigene Lebendigkeit, ohne durch einen Mechanismus egalisiert zu werden. All die trucachtige Grepe auf so einem Blasinstrument, sonder Egalität von einem Mechanismus, je een binnen de scala, binnen de toonladder, een zeer grote verscheidenheid krijgt in kleur. Of om het nog eens anders te zeggen, een modern instrumentarium klinkt als een instrumentaal klavier. Anders gezegd, een modernes instrumentarium... Klingt wie ein instrumentales Klavier, dem es nichts ausmacht, in welcher Tonart man eigentlich spielt. Alles klingt gleich gut, ob man auf den weißen oder auf den schwarzen Tasten spielt. Abgesehen davon, dass das eine einen halben Ton höher ist als das andere. Im Klang jedoch macht es keinen Unterschied. Bei unserem Orchester ist der Unterschied zwischen C-Dur und D-Moll unglaublich groß. Ein Tonunterschied bewirkt, dass alle Instrumente einen anderen Gang einlegen müssen, der eine wesentlich andere Klangfarbe zur Folge hat. Die eine wesentlich andere Klangkleur zur Folge hat. I
the first violins and the winds, who has the theme especially, to come in pianissimo. Once more. Het was prachtig, tweede viool. Very beautiful. Wat suggereer je dat? Eerst even iets anders. Dat pa-wa. Dat die noot soms niet op tijd komt. Ja. Het is onmogelijk om met een instrumentarium wat niet bij de muziek hoort, een soort waarheid te vertellen. Ik wil niet zeggen dat es gibt so eine Art Wahrheit, die es zu erzählen gilt. Und das ist mit einem Instrumentarium, das nicht der Musik entspricht, unmöglich. Ich will nicht behaupten, dass wir die Wahrheit gepachtet haben. Und ich glaube auch, dass die Kluft zwischen dem 17. Jahrhundert, also der echten Vergangenheit, und heute nicht zu überbrücken ist. Wir können nur einen Teil davon rekonstruieren. Wenn man das Wrack eines Schiffes nach Jahrhunderten aus dem Meer hebt, ist natürlich der größte Teil weg. So ergeht es uns auch, aber wir versuchen unser Bestes. Wir tun uns best. The reason is that some people, like yourself, live so near to Holland that they could go home. But I mean, if it's only me, it's I would. I think it's only me. The other persons are François and Rainer, who lives in Belgium as well. It's about an 8 and a half of land in Ghana. So this summer I'll be helping a friend of mine with his. He's going to add on to his place, so I'll help him and get some experience that way. And then, great. Then next year. It's going to be the first time you're attempting something like that? Ja, das kommt drauf an. Weil Carol hat zum Beispiel frei. Und dann wir können dann Wochenende dort in München. Das ist muss arbeiten, muss schaffen. When one goes to hell, you hear the old sounds of the trombone again. Yeah. It's a kind of signal. Yeah. It's not more than that. The trombone and the supernatural. Well, for music, it's most things I do is in Amsterdam, so I would just try and find something in Amsterdam. But I think always there's the conservatorium there, no? Conservatory is in Hague. Yeah. Well, I mean, maybe Bob actually would provide all of the wherewithal. Yeah, of course, you can't really depend on him so much. Well, for that kind of publicity. I would hope so. He would deliver and tune. But he has a way of not quite finishing instruments.
get off the ground. Let's cancel the concert. Non è possibile. Sì, è possibile. Strijkers zijn voor het merendeel oude instrumenten in hun originele staat. De blazers. Die strijkinstrumenten zijn zum größten Teil tatsächlich alte Instrumente. Bei den Blasinstrumenten handelt es sich dagegen meist um Kopien von Instrumenten, die in Museen stehen. Ein Blasinstrument nutzt sich durch die Benutzung ab, während ein Streichinstrument durch jahrhundertelanges Spiel eher besser wird. Ein Blasinstrument wird in den Mund gesteckt, es wird nass, schmierig, eigentlich immer schlechter. Twee maanden oud. Twee maanden oud. Wie heeft dit gebouwd? Het is een jongen in Den Haag, een Japaner, Toshi. En die heeft het instrument gewoon gekopieerd. Dieses Instrument ist zwei Monate alt. Ein Japaner in Den Haag hat das alte Instrument kopiert. Man übernimmt die genauen Maße, macht Schablonen und schon hat man so ein Instrument. Dass ich lieber ein altes Instrument so haben, um zu spielen. Na, wel als Investering, finanziell. Ein altes Instrument ist natürlich wertvoller.
Aber um jeden Abend darauf zu spielen, ist mir ein neues Instrument lieber. Noch dazu darf man ein altes Instrument eigentlich ja nicht verändern. Nehmen wir mal an, dass mir die Intonation nicht gefällt. Da ist es bei einem alten Instrument doch nahezu kriminell zu sagen, das Loch muss größer gemacht werden. Dann ist es in zekere Sinn misdadig, um zu sagen, von, nou, dit gat, das muss mal etwas größer, um da meteen das Mess in zu setzen. You really get one of the sounds, but this, it's a bit too light. Yeah, sorry. It's heavy. I know it's heavy. You know that's not even playing with it. Jetzt nur 10 Sekunden kommt der Dirigent. Dann ist Kamera 2. Dirigent raus. Dann ist Kamera 4. Ja, sing. Dann ist Kamera 2 wieder mal. Achtung. So, und jetzt verdichtet der Dirigent, ja, so. Achtung. Dann sie vor Shot 1. Kamera 1 ist Flaut in der Hobo now. Shot 1. Und Öffnung. Und ein bisschen schneller nach hinten. Und verdichtet schon. Stopp. Achtung, Körner. Bravo hoor. Met 11 punten ga je toch niet openen? Ach, nee. Had jij niks bied bij met die 12? En hoe is de stand? Ja, dat ga ik nu doen. Stil. 23, 6, 10, 11. 11. 4, 6, 7, 8. 7, 5. Ja. Jezus Christus. Zeg dat wel. Gaan we goed, Anthony? Gaan we goed? Heel goed. Heel erg.
Jullie staan inmiddels 4200 punten voor. Hoeveel? Mag dit eruit ook? 4200 in Nederland. En waar zijn we nu? Ja, nog in België geloof ik. Nou, wij zijn nergens. Waar ik een beetje geïrriteerd door werd, was dat er maar geen verandering kwam in dat burgerlijke, symfonische gebeuren. Ik dacht bij mezelf, es hat mich irritiert, dass in dem bürgerlich-symphonischen Geschehen einfach keine Veränderung eingetreten ist. Die Leute mit all ihrem Geld, mit den Subventionen und Möglichkeiten, mit ihren Buffetdamen und ihren schön gedruckten Programmheften hätten sich doch schon viel früher einer künstlerischen Aufrichtigkeit bewusst werden müssen, zu der sie doch irgendwie verpflichtet sind. Auf viel eher je doch bewusst sein gewesen von der artistieke oprechtheid die je verplicht bent te bedrijven. Nou, dat vond ik toen een schande. Vandaar dat tirades tegen menig gevestigd. Ik vond dat damals een schande. En ik heb op manches etablierte instituut gewettet. Maar ik wilde ook geen gegeninstituut gründen. Onze orkester is een herrlich zusammengewürfelter Haufen. Leute van überall her. Zo zal het ook blijven. Dat is zeer goed. Ik wil geen instituut. Ik wil geen schicken uniformen. Dat wäre niets voor ons. Gegrabbeld is. En zo moet het ook maar blijven. Dat is heel goed. Dat is heel goed. Vooral geen instituut. Vooral ook niet te veel galonneerde uniforms. Dat zou niet goed voor ons zijn. Say the difficult thing is playing the instrument in general, and then the less difficult thing, I think, is adjusting to a style. Die Schwierigkeit liegt vor allem darin, das Instrument überhaupt zu spielen und nicht darin, sich einem Stil anzupassen. Wir können ja gar nicht wissen, wie authentisch wir wirklich sind. Es gibt keine Aufnahmen aus Beethovens Zeit. Wir können nur von bestimmten Annahmen ausgehen und wahrscheinlich sind einige davon falsch. Wir haben viel Barockmusik auf alten Instrumenten gemacht und wenn wir jetzt Beethoven spielen, dann gehen wir anders an die Musik heran, als wenn man vom 20. Jahrhundert aus zurückblickt. Man kann nie genug über Beethovens Musik wissen. Aber ich hoffe, dass wir auf eine neue, frische Art an seine Musik herangehen. Ja, well, what I think is what we all have by our experience is that we tend. Wir neigen aufgrund unserer Erfahrung dazu, an Beethoven detaillierter heranzugehen. Die Details müssen etwas aussagen und nicht nur eine rein orchestrale Auffassung vertreten. Wir versuchen uns tief in die gegebenen Motive hineinzufühlen und in das Bild, das sie auslösen sollen. I mean, you dig much deeper into the motives that there are and into what image they should create and things like that. This is the Théâtre des Champs-Élysées in Paris. This is where the first performance of Hier im Théâtre des Champs-Élysées in Paris hat die Premiere von Sacre du Printemps stattgefunden. Es gab einen Tumult auf den Balkonen. Stravinsky war irgendwo im Publikum. Er musste flüchten. Sie mussten ihn hinausbringen, sonst wäre er gesteinigt worden. Thank you.
Well, the piano has to be tuned up a little bit. So he has to rehearse. No, not now. But that he stays, that he doesn't run away, that we don't miss that chance. He's here. In mijn hart kijk, geloof ik dat die concerten van Mozart en Beethoven heel anders geklonken hebben dan zelfs wij kunnen recupereren. In mijn inneren ben ik daarvan overtuigd dat die concerten van Mozart en Beethoven ganz anders geklonken hebben als zelfs wij ze spelen. Auch die Programme waren ganz anders. Sie waren kürzer. Manchmal war es nur der erste Teil einer neuen Symphonie. Dann kam wieder eine Sängerin und dann wieder etwas anderes. Und dann war Pause. Auch die soziale Atmosphäre war natürlich völlig verschieden von der heutigen. Das Publikum luisterte auch anders. Nämlich allein mal nach neuer Musik. Das Publikum hörte die Musik anders. Es war ja neue Musik. Man hörte ausschließlich moderne Musik. Luisteren toch met andere oren naar. Wir hören heute unseren Mozart, Beethoven und Haydn doch mit ganz anderen Ohren. Für uns ist es alte Musik, wie man es auch dreht und wendet. Demandez le programme. Il est combien? 15 francs. S'il vous plaît. En face de demandez vous à le gauche. Programme. Le programme n'est pas vendu dans la salle. Demandez le programme. Premier étage à droite. Demandez le programme. Bonsoir. Dans quelques instants, donc, nous vous invitons à écouter un concert donné par l'orchestre du XVIIIe siècle, placé sous la direction de France Brune. In wenigen Augenblicken beginnt im Théâtre des Champs-Élysées ein Konzert des Orchesters des 18. Jahrhunderts unter der Leitung von Franz Brüggen. Franz Brüggen ist unter Musikfreunden wohl bekannt, vor allem als Quer- und Blockflötenspieler und als hervorragender Kenner des Repertoires des 18. Jahrhunderts. Auf dem Programm steht die erste Symphonie in C-Dur, Opus 21 von Ludwig van Beethoven, die Beethoven selbst im Jahr 1800 vorgestellt hat. Des Weiteren stehen Teile der Schöpfung von Haydn auf dem Programm, eine Symphonie von Mozart und Beethovens Septett in S-Moll, Opus 20. Le ton est établi dès l'introduction, écrit Erwin Kolodin, où l'harmonie, l'ensemble des instruments à vent, bien connu de Mozart, est soutenu, rehaussé et stimulé par l'ensemble des cordes. Le caractère orchestral se voit appuyé dans l'entente, renforcé dans le menuet et glorifié dans le final, qui déborde de verve et d'inépuisable énergie. Nous écoutons cette première symphonie.
een absolute revolutionair. Maling aan bijna alles. Beethoven war ein absoluter Revolutionär. Er war ein echter Erneuerer. Das sind nicht irgendwelche Geschichtchen, das sieht man auch an seinen Noten. Umgesetzte Wens tot Vernehmung. Und das ist in den Noten terug te vinden. Es ist nicht zomaar ein Verhaaltje. Je ziet het aan zijn Noten. Wenn man die letzte Symphonie von Mozart spielt und eine frühe Symphonie von Beethoven, dann ist da ein ganz gewaltiger Unterschied. Mozart ist entweder kalt oder warm, ganz abhängig davon, was er will. Mozart ist, als er ein Teil anfängt, ist er of kalt of warm, abhängig von was er will. Beethoven, die wird warm. Van zijn eigen ideeën. En dan Beethoven wird von seinen eigenen Ideen angeheizt. Man sieht, wie die Crescendi wachsen, wie die Sforzati entstehen und wie er sich für seine eigenen Ideen begeistert und sie dann auch durchführt. Er kämpft mit Feuer und Schwert. En die zet hij dan ook echt door, te vuur en te zwaard. Hè? Dat zal bij Mozart niet zo gauw gebeuren. Die is dat dan al in het begin, vuur en zwaard. En die blijft zo. Mozart. Bei Mozart ist das anders. Er hat eine besondere Eigenschaft, die Beethoven nicht hatte. Mozart hat das großartige Talent, ab und zu eiskalt zu werden. Er wollte das nicht. Mozart hat das prachtige Talent, um eiskalt zu werden, ab und zu. Um zu bevriezen in seiner Musik. Note, of course, sounds different from every other. If you listen to do... They're all completely different from each other. So to try to make something sound even is difficult. So the struggle... Jede Note klingt völlig anders und es ist schwer, hier einen gleichmäßigen Klang zu erreichen. Man muss bei jedem Instrument ganz eigene Schwierigkeiten überwinden. Bei diesen alten Klavieren hält der Klang der hohen Noten nicht an. The treble... As we've been hearing a lot of notes up here. Doesn't really sustain. So one has to somehow create the impression that this very first note. Man muss den Eindruck erwecken, dass diese allererste Note sehr lang ist und nicht abgerissen klingt. And that it doesn't just sound like that. To create the illusion of sustaining where it doesn't sustain, the illusion of... Man muss die Illusion eines anhaltenden Klanges kreieren, wo er gar nicht vorhanden ist. Man muss dem Instrument mehr Kraft verleihen, als es wirklich besitzt. Das ist ein ewiger Kampf, den man nicht immer gewinnt. There are things about Mozart's music that he writes for the piano that... Ich habe das Gefühl, dass Mozart bei seiner Klaviermusik manchmal ganz bewusst die Grenzen dessen überschritten hat, wozu das Instrument tatsächlich imstande war. Das ist die Herausforderung. So that's a challenge. And what you feel during the concert, this constant challenge? Well, it's a constant challenge between the sound that I hear in my head and the sound. Ich will den Klang, den ich in meinem Kopf höre, auch dem Instrument entlocken. Wenn man Mozart auf einem modernen Klavier spielt, wird es zu einem Problem, dass der Klang so reich ist und so lange anhält. Er wird dann leicht zu dick. Also muss sich ein Pianist, der Mozart auf einem Steinway-Flügel spielt, immer sehr zurückhalten. Daher entsteht dieses Gefühl der Zurückhaltung und Reserviertheit, von der ich nicht glaube, dass Mozart sie so beabsichtigt hat. Wenn man dagegen mit einem Orchester auf einem Instrument wie diesem spielt, tritt genau das Gegenteil ein. Man muss sich abrackern und immer wieder versuchen, mehr Klang herauszuholen. Wenn man auf diesem Instrument spielt, hat man ganz andere Probleme als bei einem modernen Klavier. Man wird angespornt, mehr aus dem Instrument herauszuholen, während man bei einem modernen Klavier die Kapazität des Instrumentes gar nicht voll zu nutzen versucht.
Bei diesem Instrument ist die Musik größer als das Instrument selbst. Bei einem Steinway ist der Flügel größer als die Musik. Und wenn es dabei um Musik von Mozart geht, finde ich das irgendwie unhöflich. Yes, it is. Nice. Well, I mean, I've just started doing recently. Yeah. I'm thinking, well, fine. I mean, that's what it says. So why not? I have really grown. Yeah. And I got any? Yeah. Alcohol op kwijtraken. Ik ben helemaal met Martel zijn we ergens in een park geweest. En we uren zitten kletsen. Volgens mij was het helemaal buiten de stad. Naar het paleis of zo. Uit te krijgen. Dat is verschrikkelijk moeilijk. Dus ik ben nou aan het uitzoeken hoe ik... Ich versuche immer noch dahinter zu kommen, wie ich das Maximum aus dieser Geige herausholen kann. Ich habe das Gefühl, dass Beethoven immer eine Nuance mehr fordert und dass mir das einfach noch nicht gelingt. Wobei das gar nichts damit zu tun hat, wie schön man spielt. Ich muss einfach etwas fertigbringen, von dem ich noch nicht genau weiß, wie ich es aus diesem Ding herausholen soll. Bei so einer Darmsaite muss man schon sehr genau wissen, was man tut, sonst kommt überhaupt kein Ton mehr heraus. Jens opgeeft, dan slaat hij dood. Dus ik moet precies weten hoe ik dat moet doen. En hoe zoek je dat uit? Nou, zoals je het hoort, vreselijke geluiden maken en krassen. Dat leert men nur door ervaring, ook wenn dat manchmal furchtbare geräusche gibt. Luistert echt heel nauw. Ik spiele zum ersten Mal auf dieser Geige. Bei einer modernen Geige, da streicht man ebenso laut, wie man kann, und die Sache hat sich. Aber hier muss man manchmal heftige Geräusche in Kauf nehmen, um das Instrument stärker erscheinen zu lassen, als es in Wirklichkeit ist. Soms moet je lelijke geluiden bijnemen, denk ik. Om te suggereren dat het echt sterk is, terwijl het in wezen is het dat niet. Niet zo gek hoor dat ze de instrumenten daarna... Natuurlijk hebben zich die instrumenten im Laufe der Zeit einfach verändert. Aber ich glaube, dass Beethoven ganz besonders schön klingt, wenn er viel Schweiß gekostet hat. Warum ist es extra mooi? Wat hoor je meer dan in een modern instrument? Kijk, als ik met veel gemak... Wenn ich ganz leicht brillante Akkorde spiele, dann klingt es zwar schön, aber weniger intensiv, als wenn ich sie mit aller Kraft herausarbeiten muss. Und ich glaube, man spürt die Mühe, die ich mir dabei gebe. Auch wenn die Tournee schon fast vorbei ist, suche ich immer noch. Ich glaube, ich werde immer weiter suchen. Die Tournee ist al bijna vorbei. Und je bent noch steeds aan het zoeken. Natürlich. Bleibt das so? Ja, wij zoeken, ja. Thank you.
Tottenham, Liverpool.